Die Essenz des Lebens. Es war eine Stunde vor Morgengrauen, als der Lichtkönig, welcher den Namen Doktonus trug, den Geisterhügel erreichte. Auch was die Fortbewegung anging, waren Liche allen Landwesen in ihrer Vielfältigkeit überlegen. Sie konnten jegliches Terrain gefahrlos beschreiten, da sie den Boden nicht berührten. Ihre angeborene, magische Macht ist so immens, dass sie ihren Besitzer automatisch über den Boden schweben lässt. So schwebte Nocturnus an die höchste Stelle des Berges, wo sich die mächtigsten Geister aufhielten, jene der Menschen. Auf dem Weg traf er auf viele Tiergeister, die bei seinem bloßen Anblick flohen, so wie es echte Tiere mit echten Menschen tun. Auf den Gipfel fahrte er einige Minuten, dann sprach er: Wieso lasst ihr mich warten? Ich will wissen über eure Körperlosigkeit. Doch ich kann euren Spektralkörper deswegen trotzdem genau spüren. Er blickte scharf zu seiner linken Seite. Du da! Ja, genau, dich meine ich. Derjenige mit dem spitzen Hut auf dem Kopf. Sag mir, wo ist euer Anführer? Ich will um Audienz. Die Geister machten sich sichtbar. Der Lichtkönig war von ihnen umgeben und ihre äußere Erscheinung war, wie jene der Menschen, individuell unterschiedlich. Der angesprochene Geist wollte antworten, doch ein anderer, der sich hinter dem Lichtkönig befand und eine Krone trug, warf ein: Ich bin ihr Anführer, König Negron. Ich höre, was habt ihr verloren? Jeder der Geister wusste, dass ein Licht eine potenzielle Gefahr darstellt, wenn er es denn wollte. Und was dieser Licht wollte, wusste niemand, weshalb ein jeder vorsichtig und fast schon ängstlich war. Doch König Necron blieb ruhig, höflich und gebieterisch, so wie ein Anführer in jeder Situation sein sollte, um nicht nur seine Position zum Ausdruck zu bringen, sondern auch seinen Untergebenen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, egal wie trügerisch diese auch sein sollte. Mein Erscheinen ist der Fest der Allianz und diesbezüglich eurer Forderungen. Und was ist mit diesen? Sie sind unangemessen. Ihr erdreistet euch, dieselben Rechte zu fordern, die uns Lichen zustehen, den Begründern und Anführern der Allianz. Unangemessen? Lichtkönig Nocturnus, darf ich euch darauf hinweisen, dass eine Allianz ein Zusammenschluss von gleichwertigen Interessengruppen ist, die dieselben Ziele verfolgen und sich aus diesem Grund verbünden, um ihre Kräfte zu bündeln. Wobei jedoch jede Interessengruppe ihre Eigenständigkeit wahrt, somit steht uns Geistern als eine dieser Interessengruppen dieselbe Macht zu wie euch. Wie wagt ihr es mit mir zu sprechen? Ihr habt wohl vergessen, wer ich bin. Ich bin Nocturnus, König der Lische. Und ihr habt wohl vergessen, wo ihr euch befindet. Ihr seid hier auf dem Geisterhügel. Dies ist unser Reich. Hier herrsche ich, Negron, König der Geister. Ihr seid zu Gast. Benehmt euch auch so. Seine Stimme klang erzürnt, aber immer noch gefasst. Ihr redet lässig daher wie ein Mensch. Eure erbärmliche Vergangenheit holt euch ein. Ihr vergesst offenbar, dass auch ihr einst ein Mensch wart. Doch es gibt einen Grund, warum ich ein Geist bin und ihr ein Licht. Ihr habt niemals Menschlichkeit in eurer menschlichen Hülle gespürt. Was erdreistet ihr euch? Soll ich euch zerquetschen? So schnell gebt ihr euch also die Blöße? Von wegen Allianz zum Schutz vor den Menschen. Ihre Furcht ist viel zu groß. Ihr strebt nach Macht. Na, verkriecht euch hier auf euren Hügel, bis das Unvermeidliche geschieht
und die Menschen hier einfallen. Erwartet keine Hilfe von mir. Das ganz bestimmt nicht, König Nocturnus. Verlasst nun mein Reich. Die Stimme des Geisterkönigs erklang schon die ganze Zeit in einer melodischen Weisheit, die man bei Geistern nicht erwarten würde. Doch dieser letzte Satz wurde mit so viel essentieller Weisheit gesprochen, dass eine Widerrede selbst für einen übermächtigen Gesprächspartner einfach unmöglich war. Der Lichtkönig wandte sich um und eilte den Hügel enttäuscht hinab. Sein Grummeln war nach einigen Minuten zu hören. Ein weiterer Vorteil von einer magischen Stimme ist, dass die Entfernung kaum eine Rolle spielt. Man kann sie beliebig hören und überhören lassen, je nach Wunsch und Situation. Ein überaus unangenehmer Zeitgenosse. Diese Liche sind so voller Aggression. Sprach Necron abfällig und schüttelte mit seinem Kopf. Necron, Lucy und Tami haben was Seltsames entdeckt. Sprach ein anderer Geist eilig, der auf den Hügel geschwebt kam. Da der Geisterkönig Necron zu Lebzeiten ein fröhlicher, munterer Gesell war, der jeden zum Freund hatte, unabhängig ob dieser das wollte oder nicht, wurde es für ihn zum Prinzip, sich stets mit Vornamen anreden zu lassen. Seitdem er gestorben ist, ist viel Zeit vergangen und er hat seinen Nachnamen vergessen, was ihm eigentlich aufgrund seines Vornamenprinzips nur zugute kam. Etwas Seltsames in menschlichen Augen, was zu uns normal ist. Oder etwas Normales in menschlichen Augen, was für uns seltsam ist. Der Geist fand diese Frage etwas verwirrend und zögerte. Ich glaube beides. Seltsam. Sag ich doch. Am besten ihr seht es euch selbst an. Der Geisterkönig nickte und folgte dem Boden. Sie schwebten den Gipfel hinab und gelangten so auf den Hang, an denen sie sich links hielten, vorbei an kleinen, hübschen, roten Blumen, die ab und an die karge Landschaft aus gebirgiger Ödnis zierten und den einsamen Wanderer etwas Trost in einer Gegend voller Trüben spendete. Necron, da seid ihr ja. Schaut euch das hier mal an. Sprach ein Geist, der in ein dunkles, körperlanges Gewand gekleidet war, sofern man dieses Wort bei Körperlosen gebrauchen kann. Vielmehr schien es, als sei das dunkle Gewand ein Teil des Geistes, welches seinen hellen Spektralkörper überlagerte, abgesehen vom Kopf und der Vorderseite des Torsos. Es war Tami, einer der Biokryptologen der Geister. Neben ihnen schwebte ein weiblicher Geist, welcher ebenfalls ein dunkles, langes Gewand trug. Das Besondere an dem weiblichen Geist war, dass ihr prachtvolles, schwarzes Haar scheinbar nach dem Ableben erhalten geblieben war. Es hängte fast spöttisch zu allen Seiten hinab und verdeckte auch einen Großteil des Gesichtes. Der Wind wehte und blies so die Strähnen hin und her, sodass man für den Bruchteil einer Sekunde zwei funkelnde, blaue Augen sehen konnte, welche das Gesicht zierten. Wenn es unter Geistern Schönheitswettbewerbe gäbe, so würde sie gewinnen. Sie, das ist Lucy, die Lebensgefährtin von Tami, welche sich auch mit der Biokryptologie befasst. Was ist das? Fragte Necron mit seiner weisen Stimme, gelassen, jedoch interessiert. Was es ist, ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage lautet, wieso ist es? Erwiderte Lucy. Lucy war optisch ein recht angenehmer Geist, dafür jedoch ein umso unangenehmerer Gesprächspartner. Nicht, dass sie unfreundlich war oder gemein. Sie hatte nur die verbale Eigenschaft, mit ihren Antworten ständig Zweifel zu sehen, ohne Wissen preiszugeben, um ihren Fragen zu verunsichern, sodass der Gesprächspartner sich nicht sicher sein konnte, ob er eventuell mit einem Orakel sprach. Doch selbst für ein Orakel wäre Lucy zu seltsam und unberechenbar gewesen. Die meisten Geister fragten sich, warum Tami sich für Lucy als Partnerin zu Lebzeiten entschieden hatte. Viele fanden die Antwort, indem sie sich sagten, dass es an ihren bezauberten Äußeren liege, denn es heißt ja, dass die meisten Männer besser schauen können als denken. Also entscheiden sie sich lieber für Frauen, die hübsch aussehen statt intelligent sind. Doch wer Lucy besser kannte, wusste, dass sie über große Intelligenz verfügte. Sie war sogar so intelligent, diese vor ungewollten Blicken verbergen zu können. Wer Tami besser kannte, wusste auch, dass sie ihn keinesfalls auf das Äußere ankam. Es war schon immer das Mysteriöse und Faszinierende, was ihn anzog. Und genau das fand er in Lucy
wobei er sich jedoch auch noch mehr über ihre Attraktivität erfreute. Wie meinst du das, Lucy? Genau so, wie ich es gesagt habe. Nur anders, war ihre kühle Antwort. Necron rollte mit den Augen. Es ist zwecklos, dich etwas zu fragen. Lucy meint, dass wir alle wissen, was es ist, warf Tami ein. Seine Stimme war sanft, doch irgendwie auch brummig. Es sind Blumen, oder? Fragte Necron. Sein Blick schweift über eine grüne, blühende Insel inmitten des kargen Landes. Sie bildete einen Kreis mit einem Durchmesser von etwa 2 Metern und wirkte absurd, denn sie passte nicht in die Landschaft. Sie wirkte wie ein Puzzleteil, das gewaltsam an die falsche Stelle eingehämmert worden war. Necron schlich misstrauisch um die Kranas-Insel herum, wie eine Katze. Die beiden Biokryptologen blieben an Ort und Stelle und beobachteten Necron, bis dieser schließlich sprach: Gut, es sind Blumen. War eine dumme Frage. Doch was suchen Sie hier? Sie finden es hier, war die knappe, schwer zu deutende Antwort von Lucy, die dazu führte, dass Necron sie nachdenklich und verwirrt musterte und dann folgende Entscheidung traf. Ich führe das Gespräch mit Tami. Lucy, du hältst dich bitte zurück. Es verging eine schweigende Minute. Hast du verstanden? Wieder keine Reaktion. Warum antwortest du nicht, Lucy? Ich sollte mich zurückhalten, da du nur mit Tami sprichst. Wieso sollte ich seine Antworten antworten, wenn doch deine Fragen seine sind? Die Verwirrung wuchs und Necron lehnte sich zu Tami. Ist die immer so? Ja. Wie hältst du das nur aus? Tami räusperte sich. Diese Frage wurde ihm oft gestellt und er verstand wieso. Er begriff jedoch nicht, wie er antworten sollte. Er liebte sie und fand ihre Eigenartigkeit anziehend. Doch dass sie sich nicht mit Worten erklären. Können wir zu den Blumen zurückkommen? Fragte er höflich. Ja, du hast recht, ich schweife ab. Also, was hat es damit auf sich? Sie gehören nicht hierher, aber das ist euch sicher bewusst. Also müssen wir uns die Frage stellen, woher sie kommen. Gut, und woher kommen sie? Lucy und ich haben uns diese Wiese angeschaut. Sie ist verwurzelt. So, als wäre sie hier gewachsen. Völlig unmöglich. Genau, und dennoch ist es passiert. Aber der Boden kann unmöglich die Nährstoffe bereitstellen. Er hat ja fast keine. Es ist schon ein Wunder, dass die Sumpfblumen blühen. Etwas ist jedoch noch seltsamer. Und das wäre? Blumen, Farben und all diese untristen Dinge, sie zeugen von Leben. Hier herrscht jedoch die faulende Atmosphäre des Todes. Beugt euch einmal über die Blumen mit geschlossenen Augen und sagt mir, was ihr wahrnehmt. Necron schloss seine Augen und beugte sich langsam hinab und hielt vor den Blumen inne. Nach einigen Sekunden schreckte er zurück und schüttelte sich. Du lieber Zombie, was war denn das? Habt ihr es gemerkt? Wenn du dieses ungute Kribbeln im ganzen Körper meinst, zudem diese unangenehme Wärme, die im Körper wuchs. Genau das. Wisst ihr, was das ist? Ich werde es bestimmt gleich erfahren. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber es ist eine Art antiparanormale Lebenskraft. Und du meinst, diese Blumen strahlen eine Art Aura des Lebens aus, mitten in dieser toten Landschaft? So ähnlich. Es ist kein echtes Leben. Aber auch kein magisches. Vielmehr ist es eine Anomalie des Lebens. Was auch immer diese antiparanormale Kraft ist,
Sie entzieht unserer toten Atmosphäre das Untote. Ich möchte ehrlich sein. Ich verstehe kein Wort. Kann dieses Fachwirrwarr mal irgendjemand entwirren? Er blickte sich um und sah Lucy. Lieber nicht, kommentierte er mit einem Lächeln und wandte sich wieder an Tami. Wie meinst du das? Sie entzieht unserer toten Atmosphäre das Untote. Jedem ist Lebenskraft bekannt, aber es gibt auch eine Untotenkraft. Sozusagen die Kraft, die die Untoten am Untotsein hält. Die Menschen nennen sie paranormale Kraft. Diese Kraft wird von den Blumen absorbiert. Es scheint fast so, als wäre sie ihr Nährboden. Ihr erinnert euch an das Kribbeln in euch? Ja, aber so wie du das sagst, wünsche ich mir gerade, dass ich es nicht könnte. Zu Recht. Dieses Kribbeln war eine Art Sog, der von der Blume ausging und deine Untotenkraft versuchte zu absorbieren. Unheiliger Zombie, das klingt nicht gut. Das sehe ich auch so. Okay, wie töten wir es? Schwer zu sagen. Feuer haben wir schon versucht, leider vergeblich. Ich glaube, irgendjemand hat diese Blumen beschworen, auf eine besondere, magische Weise. Es muss ein starker Zauber sein, der viel Kraft aufwendet, und diese muss stetig fließen. Allerdings kann sie nicht von unserer toten Atmosphäre stammen. Denn diese könnte man nur für schwarze Magie wie Nekromantie verwenden. Es muss eine Lebensenergiequelle geben. Doch warum verbraucht man Lebensenergie, um Untotenenergie zu gewinnen? Necron erkannte, dass es eine rhetorische Frage war und ignorierte sie. Was können wir also tun? Nachforschen. Nachforschen und diese Lebensatmosphäre meiden. Er drehte sich samt Lucy um und beide schwebten weg. Nachforschen, sprach der Geisterkönig zu sich selbst. Das soll alles sein. Er wandte sich auch um und schwebte hinweg, mit dem unguten Gefühl, einer Bedrohung gegenüberzustehen, der er nicht gewachsen war. Seine momentane Hoffnung ruhte auf Tami und Lucy. Ihn schauderte es. Ist es tatsächlich wahr? Rief Herzog Flatulentius, der sich zeitgleich von seinem Thron erhob. Ja, die Untoten haben letzte Nacht Malva angegriffen, antwortete ein junger Bote, der nervös klang. Offenbar war ihm bekannt, dass Boten, die schlechte Nachrichten überbrachten, oft den Zorn des Empfängers zu spüren bekamen, obwohl ihm klar war, dass er diesbezüglich vom Herzog nichts zu befürchten hatte. Er war weiß und gerecht. Und so erwartete dem Boden keine Strafe für eine Tat, die er nur übermittelt, jedoch nicht begangen hat. Erzähl mir Näheres. Erklang die weiße Stimme des Herzogs. Sie tauchten einfach auf. Sie kamen praktisch aus dem Nichts und wüteten in den Straßen und erschreckten die Leute. Der ganze Spuk endete nach wenigen Minuten, so abrupt, wie er angefangen hatte. Mehr nicht? Sie erschreckten die Leute einfach nur? Wieso? Der Bote zuckte mit den Schultern. Das wurde mir nicht gesagt. Er zog das letzte Wort lange hinaus, in der Hoffnung, noch eine Information zu finden. Doch sie kam nicht. Dann kehrt zum Ältesten von Malva zurück und sagt ihm, dass ich mich darum kümmern werde. Ja, Herzog. Der Bote verbeugte sich und eilte aus dem Thronsaal hinaus. Zurück blieb der Herzog und Bodovan, der an seinem üblichen Platz saß und die ganze Szenerie stumm beobachtet hatte. Und was haltet ihr davon, Bodovan? Der Herzog blickte ihn nachdenklich an. Bodovan erwiderte mit einem strengen, finsteren Blick, indem er versuchte, Feindseligkeit zu entdecken, doch enttäuscht wurde, da man nur Aufrichtigkeit fand. Sein Arm stützte bis dato seinen Kopf auf der Armlehne, doch nun setzte er sich, wie es sich gebührte, aufrecht hin. Ja. Ich halte nicht viel davon. Offensives, destruktives Verhalten ist oft ein Anzeichen für Unruhen oder Krieg. Beides Sachen, die im Keim erstickt werden müssen. Der Herzog lehnte sich zurück und kratzte sich nachdenklich am Kinn,
wobei sein Blick nach oben wanderte, als er sprach: Ist das nicht etwas übertrieben? In seiner Stimme erklang ein gewisser Hohn. Diese Frage sehnte sich nicht nur nach einer Antwort, sie stellte auch einen charakterlichen Test an ihren Empfänger. Herr, mir steht es nicht zu, solche Entscheidungen zu treffen. Doch ihr wisst, dass ich euch stets das sage, was ich wirklich denke. Für mich ist das Verhalten der Untoten eine bedrohliche Provokation oder eine sprießende Gefahr. Aber ich vertraue euch, so wie euer Volk. Eure Weisheit hat schon oft unsere Irrtümer überwältigt. Aha, dachte der Herzog, er vertritt nicht meine Meinung. Aber er ist aufrichtig, loyal und setzt Vertrauen in mich. Ein wahrlich geeigneter Berater. Er senkte seinen Blick wieder, um in Brodewans ernste Miene zu blicken. Nun, dann schick einige unserer Geisterjäger hin. Wir sollen sich das mal anschauen. Ihr wünscht. Bodovan stand auf, nickte kurz und verließ den Thronsaal, um sich den linken Flügel des verzierten Palastes zu begeben. Dort, wo Botschafter auf Anträge warteten. Während er die langen Korridore entlang lief, ärgerte er sich innerlich über die Geisterjäger. Er kannte sie. Er kannte sie sogar sehr genau. Eine Horte übereifriger Möchtegern-Priester, die sich nur deshalb der Weißmagie bedienten, da ihre Feinde darauf weit empfindlicher reagierten als auf rohen Stahl, was aber nicht bedeutete, dass sie auf dies verzichteten. Am ärgerlichsten und zugleich am amüsantesten fand Bodovan ihr Motto. Es lautete: Wir spuken den Spuk weg, ohne dass sie dafür viel ausspucken müssen. Dieser Slogan versprach viel Erfolg, denn er wies nicht auf ihre Methode und Vorgehensweisen hin, die in der Regel dazu führten, dass ein vermeintlicher Spuk nicht mehr stattfand, da der Spukort nach ihrem Einsatz fehlte. Sie hatten es sogar einmal geschafft, einen niedergebrannten Ruinen zu exorzieren, was damit endete, dass aus einer Reihe von Steinen, die ein Gebäude andeuteten, ein Haufen Geröll wurde. Ja, dachte Bodovan, ihre Methoden haben etwas für sich. Wie Berserker, denen man gelehrt hatte, dass sie statt einer Axt auch zwei Äxte gebrauchen konnten. Mittlerweile hatte Bodovan den Bodenraum erreicht. Wie der ganze Palast, so strahlte auch er in hellen Marmor. Der Raum maß mit etwa 5x5 Meter nicht viel, doch er erfüllte seinen Zweck. Als der General den Raum betreten hatte, roch er sofort duftendes Holz, was daran lag, dass die Ausstattung des Raumes, die aus vielen Regalen mit Papier sowie vielen Bänken samt Stühlen, welche als Sitzplatz für die Boten dienten, vollkommen aus weichem, hellen Pappelholz bestand. Die Boten, die auf den Bänken saßen, drehten sich mit hoffnungsvollem Blick zu Bodovan um. Sie witterten Geld. Denn Boten wurden nach Aufträgen bezahlt, weshalb alle bemüht waren, möglichst auffällig zu wirken. Jeder deutet mit diversen Gesten an, dass der General sich doch für ihn entscheiden sollte. Bodovan hatte sich nie die Mühe gemacht, die einzelnen Boten zu befragen oder zu testen. Dieser Aufwand war viel zu groß, weshalb er sich für den Erstbesten entschied, welcher jene Bote war, der am nächsten zur Tür saß. Wie fast alle Boten war es ein junger Mann, oder war es noch ein Jugendlicher? Nimm einen Zettel, den Federkiel, und schreib mit, Junge. Obwohl der Junge mit einer festen, militärisch strengen Stimme gerechnet hatte, die Bodovans äußerst vermittelte, war er dennoch etwas erschrocken. Er fasste sich und tat wie geheißen. Diese Nachricht geht an Leon, den Leiter für Geisterjagd im Oaha-Tempel, am Ende der Stadt. Der Bote schrieb eifrig mit. Werter Herr Leon, im Auftrag des Herzogs Flatulentius wird euch hiermit der Befehl erteilt, ein Untersuchungsteam zur Stadt Malwa zu entsenden. Aufgabe des Teams ist, zu klären, was es mit einem Angriff der Untoten auf sich hatte, der sich gestrige Nacht ereignete. Haltet uns auf dem Laufenden, im Auftrag des Herzogs. General Bodovan. Der Junge schrieb noch eine Weile, dann war er fertig. Hast du alles? Er nickte. Bodovan nickte zurück, griff in seine Hosentasche und warf ihm zwei Silbermünzen zu, was ein sehr großzügiger Lohn war, weshalb die Augen des Jungen groß wurden und scheinbar leuchteten. Es stimmt so. Spute dich. Klappe den Mund wieder zu. Es kommen Fliegen rein. Er nickte und lief los, wie ein geölter Blitz. Bodovan ging einen Platz weiter und blieb stehen. Der dortige Bode freute sich, denn er wartete nun auch einen Auftrag und vor allem eine großzügige Bezahlung. Nun, Junge, du siehst aus, als würdest du auch etwas verdienen wollen. Ja,
Wem darf ich was von euch überbringen? Bodovan grinste. Es ist nur eine kurze Nachricht. Sie geht an Feldwebel Luck in der Kaserne. Das ist nicht sehr weit. Bodovan nahm Stift und Zettel aus seiner Hose zur Hand und schrieb eilig etwas darauf. Dann sprach er zu dem Boden. Kennst du den Weg? Ich kenne den Weg und den Feldwebel. Gut, dann bring ihm diesen Brief von mir. Ja, Herr General. Bodovan warf die zwei Silbermünzen hin und der Bode griff nach dem Brief und eilte fort. Auch Bodovan verließ den Raum und die frohe Erwartung auf Geld verflog von den Gesichtern der anderen Boten. Allerdings nur für einen Moment. Als sie bemerkten, dass nur die vordersten Boten angesprochen wurden, drängten alle zu den vordersten Plätzen und ein geräuschvolles Handgemenge entstand. Immer dasselbe, sprach Bodovan gelassen und schritt von dannen. Es war später Nachmittag, als Nocturnus in den Mangrovensumpf zurückkehrte. Das modrige Wasser dampfte verhängnisvoll in der Hitze der Sonne, die erbarmungslos zwischen den spärlich bewachsenen Zweigen der Mangrovenbäume hindurch auf die Wasseroberfläche schien. Nocturnus spürte zwar die Hitze, doch ein echten Licht machte Sylvester nicht aus. Er betrat die Höhle, welche sein Machtzentrum darstellte. Dort warteten bereits zwei andere Liche. Geduldig fahrten sie, bis ihr König sich in seiner Nische, welche andeutungsweise ein Thron nachempfunden war, niedergesetzt hatte. Wie verliefen die Verhandlungen? Fragte einer. Spärlich. Die Geister sind ebenso unvernünftig und unkooperativ wie die Menschen. Sie rücken nicht von ihren Forderungen ab und frech sind sie obendrein. Wie werden wir also fortfahren? Nocturnus stand demonstrativ auf und sprach: Ohne sie. Vernunft kann nicht erzwungen werden. Er drehte seinen Kopf zu dem Licht links von ihm zu. Wie sieht es mit den anderen Boten aus? Sind sie nun endlich eingetroffen? Ja. Die drei Zombie-Clans gehen auf eure Riemen hinein. Auch die Gargoyle stehen zu euch. Was allerdings die Zerberi angeht. Ja. Ich verstehe ihre Antwort nicht. Wie lautet sie? Der Licht zog einen zerfetzten Zettel unter seiner Kutte hervor und reichte sie Nocturnus. Dieser nahm den Zettel. Nachdem er ihn gelesen hatte, sprach der Lichtkönig. Wuff! Ja! Ist das ein Ja? Ich weiß es nicht. Eine Zeit lang schwiegen alle. Doch dann setzte sich Nocturnus und sprach. Ihr habt den Boden mitgeteilt, dass ich ein Treffen mit ihren Herrschern in 3 Tagen halten möchte? So, wie ihr es uns aufgetragen habt, Hoheit. Gut. Dann werden wir ja sehen, ob die Zerberi erscheinen werden.